Herzlich willkommen in der wunderschönen Plätzchenwelt von Minecraft mit mir, Jockel natürlich. Und machen wir uns mal auf den Weg. Da wohne ich übrigens. Da ist eine Mühle. Ich weiß gar nicht, haben wir schon einen Serverrundgang gemacht? Wie gesagt, das ist ja, wie ich schon mal erwähnt habe, so mal nebenbei. Es ist ja halt ein neuer Server. Mussten halt. Jetzt sind wir schon der zweite in der kürzesten Folge irgendwie. Jetzt aber habe ich das unter meiner Regie wieder genommen. Vorher der erste Server, der alte, der war auch. Ich habe es zumindest bezahlt, kontrolliert. Supportet hat das halt jemand anders. Da ist wohl einiges schief gegangen, hat auch versäumt, ein Backup zu machen und dann ist alles weg gewesen. So, daraufhin haben wir uns dann so auch entschlossen, erstmal was anderes zu nehmen. Das habe ich dann über Verwandte dann gemacht. Ja, das war dann auch nicht so zuverlässig. Das war dann auch vorbei. Oh, wir schauen mal. Oh, wir ernten einfach mal. Das ist ja nicht klauen. Das liegt ja draußen rum, ne? Vor allen Dingen, es wächst ja nach. So, haben wir ein paar Beeren geerntet. So schön. Die fehlen mir nämlich noch. So, genau. Und ja. Das war's. Und ja, ich bin Meinung, ich habe so einen kurzen Rundgang schon gemacht, aber es hat sich ein bisschen was getan. Irgendwie hat sich da eine Bahn aufgetan, aber irgendwie wird sie auch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob ich sie dann fertig bauen muss oder ich sie abreißen werde. Das weiß ich noch nicht, weil diejenigen, die es gebaut haben, lassen sich auf dem Server nicht mehr blicken. Ja. So. Vorhin haben sie es hier. Hä? Haben sie den Weg dorthin abblockiert? Warum auch immer? Oder breiten sich diese Pflanzen von alleine aus? Komm zu mir. Au, 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 au. Oh. Die können einen direkt töten, ne? Krass. Was sind denn hier so gehühnert hier? Okay, wieder Spaßbad. Naja, das werden wir in einer anderen Folge machen. Ich habe jetzt was anderes vor, nämlich. Ich wollte ein bisschen spazieren gehen mit euch. Ich weiß noch nicht so genau, wohin. Ich gehe einfach mal los. Oh, dieser Sandberg, der kommt mir ganz gelegen. Eigentlich. Weil ich brauche Sand für Bauwerk. Huch, nein, ich wollte essen. Ich glaube, ich brauche einen Sandbackup. Nein, ich habe meinen Plan geändert. Ich brauche einen Sandbackup. Pass auf, okay. Den können wir noch schnell mitnehmen. Bevor ich dann losgehe. Ich wollte eigentlich ein bisschen spazieren gehen, aber jetzt habe ich gerade diesen riesen Berg gesehen, den ich einfach mal mitnehmen möchte jetzt. Das braucht sehr viel Sand. Für ein sehr großes Projekt. Ich muss ja wieder, ihr erinnert euch bestimmt an meine damaligen Dörfchen unter Wasser. Das möchte ich ja gerne wieder realisieren. Für ein bisschen besser, keine Ahnung. So. Ich mache den Haufen mal hier weg. Sieht ja aufgeschichtet aus, als wäre das gewollt, ist, dass ich ihn abbaue. Schade, die Leute. Sehe ich. Zu wenig auf den Server blicken lassen. So. Gerade ja zur Corona-Zeit passt das ja gut, hat man eigentlich genug Zeit für sowas. Aber die sind jetzt alle irgendwie, weiß ich nicht, auf GTA und wie heißt das andere? Fortnite und Co. Ne? Oder Minecraft, diese Jump-Maps, Jump-Run-Maps da. Kann ich überhaupt nichts anfangen. So. Ja, wenn ich rumhüpfen will und so, dann spiele ich Great Diana Sister oder sowas. Aber sowas noch nicht. So. Minecraft ist kein Jump-Run. So. Ja, machen wir es hier mal weg. Ja, und dafür hat dann jemand Lust, hier ein Häuschen drauf zu bauen. Das wird ja gleich eine ebene Fläche sein, wenn ich fertig bin. Dann bringen wir den Sand noch weg und schmeiß einen Teil in den Ofen. Und dann machen wir es aber auf. Ich wollte ein bisschen erkunden gehen. Also sind zwar ein bisschen einfacher eingestellt. Es ist zwar immer noch Überleben, aber
Man verliert die Items nicht mehr, wenn man stirbt. Also, das ist vielleicht ein bisschen lame für einige. Aber für die meisten von uns, die hier auf dem Server sind, geht das Bauen im Vordergrund. Und dann ist ein bisschen Erforschung der Umgebung, so ein bisschen das Programm. Und dann, ja. Monsterschlachten kann man ja trotzdem. Und dann kann man noch dabei sterben und verliert eben halt seine Items nicht. Und muss sich dann wieder innerhalb von 30 Minuten den Ort wiederfinden, an dem man gestorben ist. Bevor die Sachen decayen. Das ist ja irgendwie blöd. Und erzeugt ja auch maximalen Frust. Mhm. So, wo haben wir es hier? Ah, nee, wir gehen auch weg. Haben wir es. Wo ist die Sonne? Sonne, 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 Sonne. Hier schon weg. Schon unter. So. Das wird schön. Ja, ich denke mal, hier Sandklatschen, das ist ein Traum, ne? Ja. Maximale Spannung, würde ich sagen. Oh, ein bisschen Erde im Bau noch mit. Mach ich noch weg. So, ein bisschen forschen geben. Es gibt ja nun auch neue Bauwerke und so, die wollte ich mir mal angucken. Und man findet ja auch Dinge, ne? Man findet ja auch Dinge, die man da vielleicht brauchen kann. So, ich bringe das hier mal zu meiner Hütte hin, die ist da hinten. Und dann geht's ins Abenteuer, hoffentlich. Wenn ich wieder so einen schönen. Oh, da ist auch ein bisschen was abzubauen. Nein, sonst ist so wenig. Ja, das hat jetzt richtig gelohnt. So. Dann machen wir uns mal auf. Ach, hier ist noch eine Baukiste von mir. Ha, gut, dann kann ich das ja reintun. Da brauche ich so ins Bett. Von daher kann ich es doch hinbringen. Die Erde ist okay. Aber alles andere bringe ich dann gleich dahin. Dieses gekenterte Schiff war zu Anfang unser Obdach. Hat uns hier sozusagen das Leben gerettet, dieses gekenterte Schiff. Wie wir gesehen zu haben. Da war unsere erste Übernachtungsstätte. Um nachts zu überleben. Bringen wir mal die schönen die Beute mal nach Hause. Was ist da die Tür offen? Warum? Tür zu. So. Dann packen wir. Oh, wir haben fast gar keinen Platz mehr drin hier. Das ist klasse. Ne? Erde ist hier drin. Warum? Was kriegen wir hier rein? So. Mehr nicht, mehr kriegen wir hier nicht rein. Die Kiste ist dann voll. Wir schmeißen ein bisschen was in den Ofen schon mal. So. Kohle muss auch rein. Ja, Öfen habe ich jetzt hier gerade nicht zur Hand. Das ist das. Hier kommt das rein. Und dann tun wir das hier auch noch rein. So. Sagt jetzt im Sand ist doof jetzt. Hm. Ist ja irgendwas, was wir. Pass auf, das können wir ja. Können wir hier solche Materialien reintun. Dann können wir das, die Aufnahme mit reintun erstmal. Und die Tintenbeutel. So. Dann gehen wir noch ein bisschen schlafen. Eier machen. Und dann geht's los. So. Muss noch keine Nacht. Ach, noch nicht spät genug. Mann, du. Können wir uns noch ein bisschen Brot machen vielleicht. Getreide. Oh, ein bisschen Brot fertig. So. Das reicht, glaube ich. So. Oh, ich habe noch Steinmauer in der Tasche. Kann auch raus. Das Wasser brauche ich, falls ich mal durch Lava will. Aber jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht. Oh, das ist zu Ende schon. So. Was gucken wir dann so nebenbei?
So, Alex Becks ihn überlaufen lassen. So ein Hintergrund. Das kann sein, das hört ihr ihn dann wahrscheinlich so ein bisschen grummeln im Hintergrund. So. Dann geht's los. Ich denke, wir gehen mal in die Richtung einfach mal. Ja, aber durch den Wald. Ich habe keine Rüstung und nichts. Seht ihr, ne? Ich mag mein Eisen nicht so verschwenden. Komm, dann hübsch, ne? Mitnehmen. Soll ich auch nicht mit dem Schwert machen. Ich bin nur kaputt davon. Also hübsche Blumen. Ich kann ein paar Blumen gebrauchen. Dekorationstechnisch. Ne? Das geht mir ja auf Wanderschaft, um Sachen zu haben. Hier, die roten habe ich genug schon. Mach ich durch. Ab, ja, geht doch. So, so. Komm, was soll ich angeblich immer ungefähr Richtung nach Hause zeigen, ne? Ja, ich glaube, das zeigt noch. Nicht, dass es nur einfach nach Norden zeigt. So. Habe ich die Koordinaten erstmal einen Screenshot gemacht, habe ich ja so gesehen gerade. Und habe es mir nochmal aufgeschrieben, die Koordinaten. Und ich laufe mit Blumen rum hier. Ich denke mal, es dürfte die Zombies und Creeper begeistern. Blumen sind total liebstimmen, ne? Ich denke, es muss eine gute Laune erzeugen. Hier ist übrigens eine Schlucht, wenn ich mich erinnere. Hopp. Oh, da ist Lava. Und da ist Kohle da unten. Da muss ich runter eigentlich. Kohle holen. Oh, das ist reichlich Kohle da. Hier ist Kohle. Muss ich haben. Und nach unten muss ich auch noch kommen. Mal gucken, wie ich irgendwie heil nach unten komme. Weil so runterspringen geht natürlich dann nicht. So. Mal schauen, wie wir darüber runterkommen. Irgendwie da unten ist reichlich Kohle. Ah, und das Wasser. Augenblick. Chance können wir das Wasser treffen, ne? Dann sterben wir nicht. Und das ist reichlich Kohle. Oh, ich bin auch an der Fliege. Oh, platsch. Siehst du wohl? Geht doch. Das geht. Siehst du wohl. Haben wir in der Schlucht. So, und dann wollen wir die Kohle hier mitnehmen. Weil das ist eine Ressource, die bei mir mal schnell ausgeht. So. Da war unsere Reise nicht lang, ne? Geht schon los, dass ich hier rumgrabe. Aber die Kohle muss mit, kann ich nichts machen gegen. Kann mich da nicht gegen wehren. Gute Kohle, ne? Halt. Das Übliche. Fackeln da? Oh, Fackeln anstatt. Ach, Erde, ich habe noch was vergessen wegzupacken. Was auch Kohle, das Lava. Man kann sehen, das lassen wir auch da, wo es ist, Lava. Ich hätte noch ein bisschen Eisen mitnehmen sollen, damit ich mir unterwegs wieder eine Spitzhacke machen kann. Auf Platz hier. Was sehen kann. Oh, weg. So. Okay. Dann weiter. So, cool, das ist gut. Das nehmen wir mit. Ach ja, so. Es dürfte euch bestimmt aufgefallen sein, dass wieder Filme regelmäßiger kommen. Ich habe ein bisschen mehr Zeit. Denn.
So, schauen wir mal. Das ist auch Wasser. Ich wollte jetzt aber die Lava ein bisschen eindämmen. Geht das so? Ja. Mhm. So. Kohle. Achso. Das geht gleich wieder in den vollen Spalli hier durch. Das machen wir nicht. Macht nichts. Macht gar nichts. Da oben kommt das raus. Mhm. So, von da oben kommt das Ganze her. Das können wir mal zumachen, eigentlich. Hopp. Also. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Aber irgendwo kommt noch mehr Wasser her. Und zwar von hier irgendwo, von da oben. Ja, nicht. Ist weg. So, aber jetzt holen wir die Kohle hier. Irgendwo hier war. Da war irgendwo Kohle. Boah, 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 die Kohle, 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 Kohle. Ach hier. Da ist die Kohle. Die muss nehmen. Das nehmen beides mit. So. Jo, so. Oh. Was ist das? Eisen? Jetzt wäre es ja auch Schwert um sich behindert. Geil, wie geil ist das denn? Aber das ist nicht ein Service ist. Haben wir alles, sehr schön. Dann noch die Kohle hier noch mit einsammeln. Ah, das machen wir doch schon ganz gute Beute, würde ich sagen. So. Okay. Das haben wir. So, mal gucken, ob wir das Wasser hier auch noch bändigen können, hier irgendwie, wenn wir noch hier weiterkommen. Kann das da mich hier anzuschwimmen? Komm von da oben, okay. Brauchen wir auch nicht zu bändigen, weil hier ist auch schon zu Ende. Oh, hier ist noch Eisen. Und dann können wir unsere Reise fortsetzen. Wir haben dann hier diese Schlucht ausgebeutet. Weitgehend, ja. So, haben wir. So haben wir, ne? Das ist gut. Können wir weitergehen. Hier ist sonst nichts mehr? Nö. Nichts mehr zu sehen. Ja, vielleicht oben irgendwo. Man kann es auch übertreiben, ne? Ey, die Scheine immer mit. Da oben wäre noch was. Ist das Eisen oder Kohle?
Ja, haben wir es mitgenommen. Ich denke, können wir weiter. Achso, dann lass das Wasser wieder raus. Ha. Da ist ja nochmal Kohle. Ist ja gerade arm, das können wir da mitnehmen. Ist gar kein cooles Eisen, ne? Das Eisen, das ist ja noch besser. Lass mal hier Licht machen. Aber die umgehen in den Dunkeln. So. So. Das ist auch bis wir hier fertig sind, auch wieder Tag. Alles? Ja, war schon. Er ist hier nicht. Ne, das ist nicht. Da drüben ist noch was. Ah, da drüben ist noch was. Da drüben ist noch was. Gehen wir mal rüber. Das spammt er mich hier gerade. Ich werde jetzt gespammt gerade. Mal schnell schauen. Ja, sehr gut. Weiter. Wie, wann, wo? Machen wir wieder raus? Hallo? Wenn wir das kurz zum Termin machen. So. Schauen wir mal. Da rüber muss ich. So. Wo ist da noch mehr? Aber wir haben es ja auch Nacht gerade. Es kommt uns dann ganz gelegen, dann doch alles hier soweit wir können abzugreifen, sei es, wenn es in der Wand hängt, ne? Achso, da ist er doch schon. Also nachtblind, machen wir Licht hier an. So, okay. Was habe ich da immer noch was gesehen? Da drüben etwas gesehen. Moment, schauen wir mal. Ah, da war so besser. Warum? Wo liegt der? Darüber muss ich jetzt auch noch mal. Oh, hier ist es dunkel. Hier können wir mal ein bisschen Licht machen. Oh, hier ist noch mehr. Ah, sehr gut. Nehmen wir hier rüber. Komm weg. Ich muss mal schauen, diese kurz. Da müsste es das Spiel wissen. So. So. Zeit. Ich habe ja viel Zeit. Huch, was ist da los? Kommt das in der Dreck her hier? Das ist manchmal ganz nützlich sein, aber ich brauche das jetzt gerade nicht so dringend. So. Upp. Dann haben wir hier noch was. Das ist aber Kohle. Oder? Da ist so dunkel. Das sieht so dunkel aus. Oh, hier ist ganz schön viel Kohle, ja. Ich sollte mir einen Ofen hier hinstellen, damit ich mir noch ein bisschen Eisenschmelze. Das sollte ich tun. Das sollte ich tun. Ich habe natürlich kein Holz mit für ein Kräftinterview gemacht. Ach, ich bin so schlau. Das wäre ja sehr dumm gewesen von mir jetzt. Ne? Ich habe kein Holz mitgenommen. Ja, dann war es das mit der Idee, mal eben schnell was zu schmelzen, weil ich kann mir gar kein Kräftinterview bauen und so weiter und so fort. So. Dann bleibt das so in meiner Tasche. Aber ich sollte mal auf dem Blau... Während der Wanderung mir ein bisschen Holz beschaffen.
mein Crafting Table bauen und dann halt einen Ofen, damit ich halt die Materialien schon zusammenschmelzen kann, wenn es so gerade dunkel ist und ich so nicht wandern mag, weil ich ja so nachtblind bin. Und weil ich auch die dunklen Gestalten abends so gruseln. So ängstlich. Bin so ängstlich. Immer noch dunkel. Schon das Gefühl, die Nächte gehen länger als der Tag. So, ich jetzt wieder über die China-Hersteller. Da scheint er immer noch nicht begriffen zu haben, dass alle Teile aus China kommen. Selbst seine tollen Apple-Smartphones und der Alex, der ist ein bisschen so echt nicht so ganz richtig im Kopf. Ich meine, diese Pauschale, er kommt aus China, der China-Schrott. Ja. Also ich habe sehr viele Dinge aus China gezielt gekauft und die waren hervorragend. Die standen in angeblichen, den Marken, die westlichen Marken, nichts nach. Ja, kein Wunder, die werden ja auch in China hergestellt. Ah, Idiot. So, dann können wir uns mal langsam wieder nach oben arbeiten. Ist ja alles nichts. Na? Was geht's denn eigentlich hier nach oben irgendwie? Ich hoffe ja. In irgendeinem Bauwerk rauskommen, das wäre ganz peinlich. Zack. So. Ich muss dann auch gleich mal Pause machen. Die Folge auch hier mit das Beenden. Erstmal beenden unsere Runde hier, unsere Spazierrunde. So, ja. Nicht draußen, sag mal. Bin ich so vertan? Lass mal rausgehen hier. Nicht, dass ich hier irgendwann in einen Stall rauskomme. Ein bisschen weiter. Wir gehen, dass ich nicht irgendwie was kaputt mache. Schauen wir mal nach. Arsch. Ja, wir kommen jetzt noch die Fresse hier. Wollte ich nicht hauen. Für euch. Ah, da. Oh Gott. Alles klar. Da war's. Oh, da ist der. Dann brennt der nicht. Scheint auch. Okay. Leicht verdiente Punkte. Und das Loch hier machen wir zu. Natürlich. Mit Erde möglich. Mit Erde möglich. So. So. Erdig. Ich sollte was essen. Hinter uns ist unser Zuhause. Wie gesagt, ich brauche Holz, ne? Wir werden uns hier Holz gleich mal holen hier. So. Alles klar. Zack. Haben wir Holz in der Tasche. Man kann so ein Crafting Table bauen. Wenn wir eine Langeweile haben. Oh, geil. Wie geil ist das denn da? Das ist mir noch hin da.
Obwohl, das ist gemein, ne? Einfach. Man kann sich auch anders. Einfach. Nee. Kann man nicht. Man kann die auch abernten. Oder? Ne. Hä? Wie kann man die jetzt nicht greifen oder was? Sind das nicht die Pixar? Ach, das sind nicht die Pixar drin. Okay. Okay, das war dann ist einfach. Dann nehmen wir sie mit. Okay, habe ich sie verwechselt. Was sind denn das für Dinge? Rosenstrauch ist das. Ach so. Hallo, hallo, hallo. Was denn? Nein, das ist nicht mal. Das ist GTA. Ist das denn nicht? Das ist so eindeutig zu sehen. Huch. Das ist GTA. Die aktuelle. 15. 15, ne? Ja. Kann man Bedrock abbauen, ne? Mit so einer Maschine. Ja, und? Ich bin vielleicht nicht bauen jetzt. Ich bin auf Wanderschaft. So da lang wollte ich. Boah, ich habe so lange gebraucht, um Englisch zu machen. Deutsch das ist toll. Schnell fertig, aber Englisch. Ja. Dort habe ich eine Stunde gebraucht. Das ist verhältnismäßig. Fliegende Bäume? Oder? Das ist verhältnismäßig. Okay. Sehr, also sehr, wie soll ich sagen? Ich muss essen. Blaue Blume. Blaue Blume habe ich noch nicht. Was denn? Ich mache mal Pause.